Next episode, qualifications, setting Thursday and Friday. I didn't record everything, I just recorded some snippets, so enjoy some of the testing, some of the ideas more in detail setting, and we will come back to these blocks in our next episode when the climbers climb some of these qualification boulders. So enjoy, take a look at the other videos somewhere here and let me know what you think of this. Yeah, take care, see you later. Genau, also wir bauen Donnerstag Quali, aber an einem bestimmten Sektor und morgen kann noch gebouldert werden und Freitag den Rest, das heißt die Halle ist dann zu. Wir machen zwei Gruppen, eine für die schweren Boulder und eine für die leichten. Und noch dazu kommen der René, der Max, der Kuba, die Nele und der Jan. Und der Tobi noch. Und die Finalschrauber, die schrauben auch mit? Genau, die dürfen auch nochmal ran. 80 Boulder von 20 schweren bis 20 leichten, ist alles dabei. Also wir haben vier Kategorien, jeweils 20 Boulder. Die schwersten 20, die jeder klettert, zählen. Okay, und wie war das in den letzten Jahren? Wie viele haben dann wohl? Bei den Herren haben die Besten haben alle 20 schweren geklettert, aber nach unten im Gefälle, klar. Und bei den Frauen, ich glaube, immer so 7 oder 8 von den schwersten Bouldern wurden von, ich glaube, letztes Mal von der Janja geklettert. Der Carlos macht leicht, okay. Macht schwer und ich mache leicht. Okay, genau. Und denkst du, das war dann zu einfach letztes Jahr, wenn der Stärkste 20 Boulder gemacht hat? Nö, ich denke, es war genau richtig. Weil wenn ein Boulder zu schwer ist, der wird dann nicht geklettert. Dann einigen sich alle drauf und es gibt einen Sinn. Das finde ich hammergeil. Und dann die Welle hier so drüber setzen, das ist ja perfekt. Perfekt. Mega. Der grobe Plan ist, dass wir alle Volumen da an die Wand schrauben. So ein riesen Haufen. Ja. Entweder an die Wand oder in den Kamin, ne? Eins von beidem. Auf geht's, Bugs Bunny. Oh mein Gott. Super geil. Ja, ich bin fertig. Lecker. Ja, meine Idee ist, dass man mehr die Füße nutzt als die Hände. Und das in einem steilen Überhang. Also man hat so Klemmsituationen mit den Füßen und Hooks und also man macht fast mehr Bewegungen mit den Füßen als mit den Händen. Ja, das ist, glaube ich, was man nie so kennt. Ja. Weil so oft hat man noch nie einen Fußklemmer gelegt, denke ich, über den Kopf. Es ist aber sehr aktiver, also man muss viel Spannung halten. Also so richtig gefährlich, glaube ich, ist es nie. Ja. Wenn man startet hier, dann kann man hier die Füße voran dort reinklemmen. Hier so. Warte. I show you. Geil. Ja. So. Hängt dann. Ja. Dann hier nachschnappen. Rechts höher. Ja. Dann ist es sehr interessant, das ist fast der schwerste Zug. Da muss man mit der Ferse richtig stark drücken, dass man hier runterkommt. Und dann muss man den hier doppelt hoch machen und den rechten Zug da hoch. Geil. Dann linken Zug da hoch und dann über die Zugs so rausdrehen. Hammer! Mal sehen, ob es jemand macht. Geil. Hast du alle Züge geklettert? Also oben die Passage kann ich umklettern. Unten ist sehr schwer. Oh, gespannt, geil. Sehr schwer. Geil. Der Zug ist echt schwer. Thank you.
Das ist aber richtig geil. Ja, das ist aber richtig geil. Also das ist eben wirklich schwer hier. Also reintauchen. Ja. So anstrengend. Ist sehr zornig. Vielleicht habe ich dieses Jahr einen Schluck. Oh, this is the chief. This is the chief. This is the boss. Yeah. I have no idea. Yeah. This hold maybe is a little bit too high or too low. Maybe we turn it a little bit and then it's good. Huh? Too great? No. Or four? Four great? Yeah. Yeah. Okay. We do it. Ja, genau. Einmal blau Cheetah, einmal in die Welle. Das ist, glaube ich, das Maximum, was man in die Welle reinschrauben kann. Ich muss ja auch ein bisschen zusammenschieben. Optisch, manchen gefällt es nicht. Also mir gefällt es eigentlich ziemlich cool. Lässt sich auch ziemlich geil klettern. Mhm. Unten im Dach ist es ein bisschen kräftig, ein bisschen mit Towhook. Man kann es auch hangeln, ein bisschen athletischer. Und oben wird es dann nochmal ein bisschen langsamer und gezielter. Dann gibt es einen Riss, den muss man erstmal treffen und dann kann man sich entscheiden, ob man ihn klemmt. Das ist natürlich für die Hand ein bisschen unangenehmer, aber der Zug wird leichter. Oder man hält ihn einfach wirklich auf Kante und muss dann den letzten Zug nochmal ein bisschen mehr mit Kraft machen. Also eigentlich ein ganz cool, abwechslungsreicher Boulder, auch glaube ich mit einem coolen Hook drin, über den man sich schieben muss. Den Topgriff ist auch nochmal schwer zu doppeln. Ich bin gespannt. Der letzte ist wirklich dann auch nochmal fast der schlechteste Griff. Und da muss man ruhig bleiben, schön auf dem Brot da unten aufhocken, nah an der Wand bleiben. Hast du irgendeinen Tipp zum Handklemmen? Zum Handklemmen? Ja, viel rumprobieren. Hand reinmachen, bewegen, solange bis es irgendwo klemmt. Das Gute ist wirklich, es ist ein sehr leichter Klemmer und man muss ihn auch nicht klemmen. Man kann es auch ohne Klemmen klettern. Man kann sich aber auch einfach mal ausprobieren. Wie klemme ich gut? Ja, man hat einen ziemlich guten Fuß da stehen und kann einfach mal rumprobieren, wo passt meine Hand rein. Ich denke, ich habe den Schlitz auch so gewählt, dass große und kleine auch wirklich gleich gut klemmen können. Ich stecke die erstmal rein und dann schiebe ich, soweit es geht, meinen Daumen unter die Hand, bis ich merke, dass ich hier nach rechts und links kein Spiel mehr habe und dann kann ich eigentlich gut belasten. Ja, meistens knicke ich dann noch irgendwie das Handgelenk ab und dann kriege ich noch mal einen besseren Druck drauf. Was passiert denn jetzt hier bei dem Boulder? Da bin ich noch nicht ganz sicher. Soll auf jeden Fall leicht werden, bisschen schieben, bisschen drücken. Mehr Technik als Kraft auf jeden Fall. Eigentlich habe ich überlegt, hier ein bisschen rechts anzufangen. Hier und dann um die Ecke in die Verschneidung reinzuklettern. Mhm. Ja. Genau, also wir fangen hier drüben an. Ich sehe direkt leicht reinhüpfen in den Start. Aber mit so einem Torhook gleich. Genau, mit dem Torhook. Man kann auch stehend anfangen, ist ein bisschen schwerer. Ja. Dann gehen wir direkt in den ersten Griff. Ja. Müssen wir einmal um die Kante hier auf Reibung anstehen, ordentlich um die Kante arbeiten, dass wir dann hier in den guten Griff reinkommen. Und dann können wir hier reinspeisen in den Volumen, hochlaufen und oben in die Verschneidung reinkreuzen. Und dann geht's wieder zurück, oder wie? Dann geht's wieder zurück. Genau, da kommt ein bisschen Weiterzug. Entweder dynamisch in den Henkel reinspringen oder eher mit Körperspannung um die Ecke wieder. We'll be right back.
weiß nicht genau, wo der einchecken wird, irgendwo wahrscheinlich zwischen 7C und schwerer. Also ich glaube, es ist ein ganz schönes Brett, zumindest ist es meine Intention. Ein Boulder, der quasi alles abverlangt an körperlicher Kraft und Athletik, außer Fingerkraft. Das ist, was die Griffe ganz gut hergeben. Und was gerade ein bisschen dauert, ist, dass ich versuche, das Ganze ein bisschen eng zu führen, dass auch Damen da eine Chance dran haben, gut zu klettern. Also keine ganz weite Kompression, sondern eine enge Kompression. Und dafür brauche ich, um die, sozusagen das Wandshape, diese großen GFKs anzubringen, brauche ich ein paar Volumen, um das Ganze ein bisschen näher aneinander zu führen. Das Problem ist, ich kann nicht umgreifen. Oder ich kann sehr schwer umgreifen und tausend Optionen, wie es gehen könnte. Das Problem ist, dass der Matze zu schwach ist. Gibt es schon eine Idee, das zu verändern? Ich arbeite erst an mir und dann arbeiten wir am Boulder. Are you happy with how your boulder turned out? Actually, I am. I'm quite happy that we're testing together because one big hole got exchanged for a really bad one. And now I think it's exactly what I wanted to have, basically. Like a very tough compression problem. And the top part now is quite delicate because the sloper is so bad and you have to position yourself quite well. And that's the part we're working on right now. Okay, so no one stuck this move yet? No one, no. I didn't try. Matze tried, but Matze is so much stronger than me, so I guess I won't have a chance, but I'm gonna try. Because compression is usually something I kind of like. Aber wir können mal besser machen einfach. Ja, ich versuch's noch ein. Ich will nur ein. Ja. Nicht zu schön reinziehen. Und komm. Yeah, the idea now is that we make the hold on the left a bit better, so it's probably easier to go up with your right now. We'll see. Der eine finde ich jetzt einen Tick zu gut, der andere einen Tick zu schlecht und den vielleicht einen Tick drehen. Ja. Dann können wir besser abfahren. Right now I'm thinking because the idea to grab the left hold and flick into a compression, basically compression position with the same hold, seems to be pretty awkward and very, very hard. So maybe what I'm thinking right now is if we just turn the upper one bit down, so we force the cross move. This would be the easy solution actually to finish the problem, I guess. But I'm thinking about it because it's not the most complex and prettiest version I can think of right now. That's why I'm still thinking if it's the one I want to have. If you're saying this boulder is more about compression, isn't it like not that complex anyway? Maybe you're right, but I just want to spice it up with a hint of complexity because the start is super basic but pretty powerful. And on top part it begins to become a bit more delicate. And I'd like to have this change of theme a bit, at least. So, we'll see, but maybe you're right. Add a little bit pizzazz. Ja, hol mir einen Tick runter, 10 cm, und dann klettere ich dir das so. Leichtdrehung. Ja. Bisschen besser. Bisschen besser. Ja. Schön auf ein bisschen mehr auf Schulter, weniger als Untergriff. So, what do you think how hard this boulder is? Just in the black grade range? Definitely in the upper half, for sure. And it might be even the most physical one. It doesn't ask for any finger strength. That's the only part. It's not asking strength-wise, but apart from that, I think it's harder than 7C, maybe. Okay, take a guess. How many tops? I mean, we have 800 competitors. 15? Maybe 15. What do I get? I say less. You say less? Yeah, I say less. I say 15.
And the cool thing is, we have the same hold which is up there now, which will get really bad, to be honest, after the first round. Ah. And I think we're gonna exchange it for the exact same one for the second round. So you will swap it for the second round? Yeah, just to, it's the same hold, and I will mark it. But it's so friction depending, so I think it's fair enough to do that. And then I guess we'll have 15. Geil! Hätte sogar noch einen richtigen Rauswerfer. Geil! Oh, das kann auch leicht sein. Ist auch schwer. Also, wie schwer ist der Bowler jetzt? Der ist jetzt halt 6a plus Schrägstrich B. Also das ist hier ein schwarzer Boulder, Boulder Nummer 65, ja, das heißt, er gehört schon zu den schwereren Sachen. Das ist eine langsame Platte, eigentlich ganz viel Volumen stehen und ganz viel schieben, Füße kontrollieren, ein bisschen mit den Händen arbeiten, aber nicht so viel, wirklich schöne langsame Platte. Von Anfang bis Ende eigentlich spannend. Ich bin mal gespannt. Volumen ist wirklich Übungssache. Also wirklich Volumen stehen, 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 Reibung stehen, stehen. Und was natürlich bei Volumen immer wichtig ist, dass die Ferse unten ist. Ja? Sich immer wieder kontrollieren, was macht man, warum ist man gerutscht oder so, warum konnte man nicht stehen. Das Analysieren ist halt bei Volumen noch mal viel wichtiger. Try to walk away, but the way I feel is stronger every day. See, you give me things that I can't refuse. Feels like I win even when I lose. You can run, you can hide, you can shut me out, you can keep on playing the fool. You can act like you don't care at all, but I know you're just playing it cool. So, jetzt hast du es ja nochmal geklettert. Was denkst du? Super. Was denkst du, cool. Es wird viele Flash-Begehungen? Nein, geben? Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, das ist wirklich einer, der im Stück gar nicht so schwer ist, aber dadurch, dass man ständig abrutschen kann und keine Fehler erlauben, werden es einfach viele Versuche kosten. Ja. Also ich bin mal gespannt. Vielleicht gibt es ein, zwei, die das flashen können wirklich. Aber es ist ein schwerer Boulder zum Flashen. Mega cool. Also ich habe die jetzt zum ersten Mal in der Hand gehabt. Es gibt 3 Abstufungen, also 3 Abstufungen habe ich heute hier. Einmal ganz flach, ist ziemlich cool. Dann gibt es ein Volumen mit einer Kante, eine gute Kante, 2 schlechte Kanten. Und dann gibt es noch eins mit 2 guten und einer schlechten Kante. Eigentlich ziemlich geil zum Kombinieren. Sieht man am Boulder, ist echt cool. Schön. Der darf geklettert werden und für jede Begehung, die er am Ende hat, gibt es 1 Euro. Und wer? 2 Euro. 2 Euro, Entschuldigung. Nochmal von vorne. Jugendhaus Heideplatz, 1 Euro kommt von Petzl, der andere Euro kommt von Kleinpols. Flash verkackt. War sehr knapp. Flash verkackt. Ja, so, okay, aber jetzt mal runter, wenn ich 2 Sekunden durchhöre. Jetzt den Seitgriff nicht vergessen. Rechts noch ein, rechts noch ein, ich habe ja. Raus, knutscht aus dem Hügel. Alter, leck. Das ist mein risky move, hä? Was ein Dude. Also, Ziel war es, einen super leichten roten Boulder zu bauen.
den fast jeder klettern kann, mit großen Griffen, dass es nach was aussieht. Ja, und gibt es da auch irgendwas Interessantes drin? Können wir uns ja gleich mal anschauen. Du sagst mir, ob es interessant ist oder lame. Alter! Ja, dann. Ich kann mir den Kletterschuh nicht stehen. Wo kommt denn dieses Element her? Wie wichtig? Das Problem ist, wenn man einen ändert, muss man immer alle ändern. Wie wichtig ist dir das, dass die Volumen so modular sind? Ja, ich finde es ganz gut. Hm. Also irgendwie, ich habe das bei den Frutti di Bosco gemerkt, dass sie eigentlich viel, dass man sie viel mehr verwenden kann, als ich ursprünglich geplant habe. Man merkt, wenn man über längere Zeit erst, wie vielseitig es eigentlich ist in Wirklichkeit. Wird der nächste ein bisschen steiler. Es kann nur sein, dass der nächste Zug so weit ist, dass man da links am Bett drauf. Das haben wir nachher besser mit Kletterschuhe testen. Ich mache mal bei anderen und dann fange ich mit dem zum Testen an wahrscheinlich. Also zum Vormittag hat sich eigentlich alles verändert, außer die Startposition. Zum Guten oder zum Schlechten? Ich finde zum Guten. Also die erste Version hat mir nicht so gefallen, man hat irgendwie viel gute Griffe gehabt. Ja. Und jetzt ist es mehr so ein Verschneidungsboulder. Ja. Der Untergriff ist ein bisschen leichter, aber den muss man mal finden. Bei uns hat es ja länger gedauert. Was ist die tricky Stelle jetzt bei dem Boulder? So aus der Verschneidung rauskommen. Irgendwie, man steht nur rechts in der Verschneidung und dann den rechten Fuß lösen und hoch anstecken und der letzte Zug finde ich nicht so leicht. Ich sehe, du hast da die Volumen alle ineinander geschoben. Ja, sie haben zufällig gepasst. Ja. Gott sei Dank. Es fehlen jetzt noch 6 Stück. Dann wird getestet, jeder erstmal für sich. Mhm. Und dann Mittagessen und dann gehen wir mal in die Gruppen und schauen uns mal an, was die anderen so gebaut haben. Ja, wir haben vorher schon rausgesucht, in was für einer Wandneigung die Boulder jeweils sind. Und dann geschaut, okay, wenn wir jetzt eine Platte haben, okay, wir wollen eine schnelle Platte haben und eine langsame. Und so hat sich das dann die Style-Verteilung ergeben, das von allem, was dabei ist. Und es ist ganz schön kräftig für eine Platte. Die Platte ist auf der Rückseite der Wand. Ja, ja. Das ist ja, ja. Überhängend. Springt da rein, oder? Das ist so schwer. Hey Deti, grüß dich. Ja! 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 Ja, geil, mega, come on! Ja. Oh.
Come on. Come on. Come on. Super geil. No. So, how are you doing? Good, 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 good. All the bowlers are on the wall. So, what are you doing right now? I tested for the. I try to find a good level in each color. Basically, in black color. And how are you doing so far? How does it feel like the black level? In the black level we have now, right now, really three or four hard problems, really, really, really hard problems. Around 12 medium, and the rest easy one. My idea is have a good harmony between white and black, because if somebody white climber people can do some black, can feel really, really happy and motivation and come back the next year. Geil! Oder? Ekelhaft, aber geil. So richtig. Nee, ich finde das da längig. Vor allem, ich muss schon auf der Schulter raus. Also das ist meine Blockreichweite und ich muss aus der Schulter raus. Und die Mädels müssen dann so aus der Schulter raus. Das finde ich schon krass weit. Noch kurze Arme. Muss halt treffen, ne? Man muss nicht nur treffen, bitte am Ende den Starttritt besser machen. Super gut. Verschneidung, endlich mal mit Bewegung. Super gut. So, Manu and I set this really mean heinous slap with really tiny foot and hand holds, and I think our style was frustration, balancing, technically, body positioning and desperation. Let's see Matze. Erst Tritt wechseln und dann weitergehen. Keine Chance. What's happening with this black bowler? Oh, with this black bowler, I did all the moves now, apart from the top part, where you have to squeeze yourself in a very tiny position, and I suck at that. but I hope it's possible. So Carlos is trying, I think Matze will try in a minute as well, and I hope it's fine. Very special holds from an Iranian company called Max Holds, never used them before. And I think the problem is it feels quite unique, especially the footholds, because they are so dual-text. And you feel like slipping all the time, and you have to climb quite precise whilst being under some tension. So yeah, I'm quite happy with it, and I hope that the top can stay as it is. But we don't grip, we do it like this. Yeah.
Die sind so ekelhaft! Hey, look! Am Presset! Presset! Geht schon! Hook, Minus! Come on, Killer! Do it, do it! That's it of the qualification round. I hope you had an insight in what's happening setting these 80 blocks. Too many setters, too many boiler problems to film and record everything. I concentrated on a couple of other episodes next to this, which will appear, be uploaded later. Our beta boiler, mono setter, yellow access boiler, which we will feature in detail, in depth, soon as well. So take care of yourself and see you in the next episode. Nikki out.